Darowa, Pazane, herzlich willkommen bei Rap Mir. Heute reagieren wir auf Naro City Gang von Farid Bang. Jeder normale Mensch droppt von Donnerstag auf Freitag von 23.59 auf 0 Uhr, dann geht Premiere los und dann ist Release. Farid droppt Samstag Nacht irgendwann sein Track. Ich habe das auch nur durch Zufall mitbekommen und bin auf jeden Fall richtig gespannt, was er da wieder Feines für uns gezaubert hat. Das erste, was mir direkt auffällt, ist ein Kurzhaarschnitt bei Farid Bang, erinnert mich direkt an JBG1. Freunde, wir lassen es einfach mal knacken. Gestern war ich der, der die Kilos zieht. Heute bin ich der, der die Mio streamt. Okay, knackig eingestiegen, gar nicht erst viel Vorlauf. Gleich in die Fresse. Geil. Du liest wirklich viel in meiner Historie. Doch das Wichtigste für Rapper bin ich Kryptonit. Ah, der ist süß, der ist richtig gut. Und das ist halt wieder so dieses Nostalgie-Ding. Diese hochqualitativen Handy-Videos. Ja, der Farid mit seinem Kurzhaarschnitt erinnert mich übelst an früher. Und auch so mit seinem CLS geflext hat. So, überhaupt so die JBG1-Zeit, wo er immer so kurze Haare hatte. Dann diese Asozialität. Ich habe mir schon lange den alten Farid zurückgewünscht. Und da ist er einfach wieder. Bam. Das Einzige, was mich an diesem Bild stört, ist der Urus in Babyblau. Aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Insta-Models, Cyber-Huren sind mit Straßenstrich. Insta-Models, Cyber-Huren sind mit Straßenstrichnoten auf einer Stufe. Lola! Der Unterschied. Lola! Okay, das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Okay, war doch klar, dass ihr noch ein bisschen was mitbekommt. Das geht an Farid nicht einfach so vorbei. Das ist unvermöglichbar. Zwischen beiden Huren, eine macht's für Geld, die andere für Designerschuhe. Bah. Also was mir gerade auffällt, der Beat ist von Alex Sash Speedboat. Zumindest ziemlich ähnlich. Bah. Das ist einfach geil. Die eine macht's für Geld, die andere für Designerschuhe. Der ist lecker. Eure Moderatorin ist nicht schlecht. Oh nein, sie zog sich fast aus für jede Instagram. Doch so was die Shaming aller 50 Cent. Nado City Gang, Nado City Gang. Gestern war ich der, der die Kilo stiehlt. Heute bin ich der, der die Mio streamt. Du liest wirklich viel in meiner Historie. Okay. Doch das Wichtigste für Rapper bin ich Kryptonit. Okay, der zweite Part. Der zweite Part hört sich fast so an wie der erste, okay? Gewohnt asozial. Insta-Models, Cyber-Huren sind mit Straßenstrichnoten auf einer Stufe. Der Unterschied zwischen beiden Huren, eine macht's für Geld, die andere für Designerschuhe. Wie kann das? Yeah. Eure Moderatorin ist nicht schlecht. Oh nein, sie zog sich fast aus für jede Instagram. So fast Body-Shaming. Okay, ich ahne, was jetzt passiert. Jetzt kommt der dritte Part. Okay, das ist mehr so eine kleine Diss-Track-Passage Richtung Lola. Ist doch okay. Ist doch voll okay. Geil. Mehr will man doch gar nicht, oder? Also, das hat immer noch mehr Content als das Album des ein oder anderen Sprechgesang-Künstlers da draußen. Also. Gestern war ich der, der die Kilo stiehlt. Heute bin ich der, der die Mio streamt. Du liest wirklich viel in meiner Historie. Doch das Wichtigste für Rapper bin ich Kryptonit. Insta-Models, Cyber-Huren sind mit Straßenstrichnoten auf einer Stufe. Der Unterschied zwischen beiden Huren, eine macht's für Geld, die andere für Designerschuhe. Eure Moderatorin ja. Ist Okay, das sieht es sieht so aus, als ob wir den dritten Part schon mal gehört haben.
Okay. Okay. Jetzt kommt sogar der vierte Part. Okay. Okay, leider. Leider ist dieses lyrische Meisterwerk schon wieder zu Ende. Also der dritte Part hat mich echt ganz besonders berührt. Ich weiß nicht, was euer Lieblingspart gewesen ist. Aber wow. Also okay. Gut. Ich hatte da jetzt noch keine Idee zu, was da auf uns zukommt. Aber ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Wir drücken Farid auf jeden Fall weiterhin die Daumen. Ich freue mich auf sein Genki Dama Album und hoffe, dass ich dieses Auto gewinne, Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Dabei tippt's.